Willkommen bei Medizinmensch. Antikörper sind wichtige Eiweiße der Immunabwehr. In dieser Folge erfährst du die Einsatzzwecke von Antikörpern in der Medizin, was der Begriff monoklonale Antikörper bedeutet, sowie was man unter einer monoklonalen Gammopathie versteht. Antikörper spielen in der Medizin in zumindest zwei Bereichen eine sehr wichtige Rolle. Zum einen in der Diagnostik von zum Beispiel Problemen des Immunsystems wie Autoimmunerkrankungen, aber auch in der Diagnose von Infektionen oder auch bestimmten Problemen des Knochenmarks, sogenannten Gammopathien. Zum Zweiten sind Antikörper auch sehr wichtig in der Therapie von Erkrankungen, zum Beispiel von bestimmten Autoimmunerkrankungen oder auch von bestimmten Krebsarten. Also eine völlig neue Klasse der Medikamente. Das heißt, sehr wichtige Bedeutung in beiden Bereichen der Medizin. Der Grund, dass diese Antikörper so hilfreich sind, ist, dass Antikörper extrem präzise sind. Jeder Antikörper hat ein Ziel und genau ein Ziel. Hier in dem Beispiel ist ein Influenza-Virus dargestellt. Das Influenza-Virus hat bestimmte Oberflächenstrukturen, zum Beispiel das Hämagglutinin, das hilft dem Virus an die menschlichen Zellen anzudocken. Nun, ein Antikörper gegen dieses Influenza-Hämagglutinin hat Aktivität gegen dieses spezielle Hämagglutinin. Es ist ein Schutz und auch ein Schutz vor dem Virus dadurch, aber ein Schutz nur davor. Genau das macht man sich auch dabei zunutze, wenn man Antikörper als Medikament einsetzt. Und wie erkennt man ein Antikörpermedikament? Man erkennt es an der Endung MAB. Also das steht für Monoclonal Antibody, monoklonale Antikörper. Ganz klassische Vertreter von Antikörpern als Medikamente sind zum Beispiel so Dinge wie Rituximab oder Infliximab. Rituximab zum Beispiel ist ein Antikörper, der die Therapie von Lymphkrebs revolutioniert hat, von sogenannten Non-Hodgkin-Lymphomen vor allem. Und warum ist es so revolutionär? Deshalb, weil es sehr zielgerichtet ist gegen etwas namens CD20. Und CD20 ist ein Charakteristikum von Lymphzellen und auch bestimmten Lymphkrebszellen, die dieses CD20 bilden. Und dieser Antikörper, also anstatt gegen Hämagglutinin zu sein, ist er nun gegen CD20. Und mit so einem Antikörper lassen sich dann sehr zielgerichtet diese Arten von Krebs bekämpfen. Das bedeutet, der Antikörper attackiert CD20, sowohl gesunde als auch Krebslymphzellen dieser Art, aber eben nicht die ganzen anderen Zellen im Körper, wie es halt eine klassische Chemotherapie täte. Also zum Beispiel Nebenwirkungen wie Probleme der Mundschleimhaut, Haarausfall und so weiter sind alles Dinge, die glücklicherweise damit nicht verbunden sind, eben weil die Therapie so zielgerichtet ist und nur auf CD20 abzielt. Ebenso die Therapie von Entzündungen in meinem Bereich, der Rheumatologie, da war es Infliximab vor allem. Und dann in weiterer Folge auch andere Antikörper. Aber das sind Antikörper, die sehr gezielt gegen einen Entzündungsbotenstoff gerichtet sind. So wird Entzündung blockiert, aber der Rest des Körpers quasi bleibt verschont. Zusammengefasst bedeutet das, dass derartige Antikörper eine viel präzisere Therapie ermöglichen. Ein Nachteil davon ist jedoch, dass es sich eben um Eiweiße handelt, die nicht als Tablette gegeben werden können, weil sie einfach als Eiweiß verdaut werden würden von unserem Verdauungssystem. Häufig werden Antikörper dann eben in einem Infusionszentrum verabreicht. Einige Antikörper gibt es allerdings auch zum Spritzen subkutan, aber gibt es eben einfach nicht in Tablettenform, weil es ein Eiweiß ist. In diesem Abschnitt geht es um die Bildung von Antikörpern und was der Begriff monoklonale Antikörper bedeutet. Und zwar erfolgt die Bildung von Antikörpern durch sogenannte B-Zellen und die verwandten Plasmazellen. Unser Immunsystem verfügt schon von sich aus über die Fähigkeit, sehr viele verschiedene Antikörper bilden zu können. Und das erfolgt mittels der sogenannten B-Zellen. Und die B-Zellen sind in unserem Lymphsystem, also zum Beispiel in den Lymphknoten oder in der Milz. Und wir haben schon eine Vielfalt von denen. Unter anderem von den vielen B-Zellen, die wir besitzen, auch eine oder sehr wenige, die dann gegen Influenza-Virus aktiv sein könnten. Und wenn wir jetzt damit in Kontakt kommen werden, können diese Zellen aktiviert werden. Und Teil der Aktivierung ist, dass sie sich sehr stark vermehren. Und genau das passiert, wenn wir zum Beispiel eine Erkältung haben und mit einem Virus konfrontiert werden und geschwollene Lymphknoten haben. Das ist unser Immunsystem, wo unsere Immunzellen sich nun stark vermehren, um dieses Virus zu bekämpfen. Also eine völlig normale Reaktion. Diese Zellen vermehren sich quasi on demand. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist, werden die Zellen dann wieder absterben und die Schwellung geht wieder zurück. Doch bevor es soweit ist,
werden zunächst einmal die B-Zellen bei einer Infektion aktiviert werden und sich selbst vermehren. Und nicht einfach irgendwelche B-Zellen, sondern eben genau die B-Zellen, die aktive Antikörper gegen diesen Erreger, also zum Beispiel das Influenza-Virus, bilden können. B-Zellen können Antikörper bilden, B-Zellen können viele Dinge tun, aber die besten Antikörperproduzenten sind die sogenannten Plasmazellen. Und Plasmazellen leben im Knochenmark und sind quasi die professionellen Antikörperproduzenten. Das heißt, nach einiger Zeit ist dann eine spezialisierte antikörperproduzierende Zelle im Knochenmark. Diese Art der Zellen ist extrem gut in der Bildung von diesen reifen Antikörpern, die dabei helfen, die Bedrohung zu neutralisieren. Hier das Ganze zusammengefasst, was in etwa geschieht, wenn wir mit einem Influenza-Virus in Kontakt kommen. Ein entscheidender Punkt ist, dass wir schon sehr viele verschiedene B-Zellen besitzen. Also eine sehr große Vielfalt an B-Zellen mit unterschiedlicher Fähigkeit, Antikörper zu bilden. Und insgesamt genannt das sogenannte B-Zell-Repertoire. Und einige wenige B-Zellen sind dann auch in der Lage, gegen Hämagglutinin wirksam zu sein, also wirksame Antikörper bilden zu können. Aber es sind eben noch sehr, sehr wenige. Und das heißt, damit wir eine wirksame Immunreaktion haben können, müssen sich diese vermehren, unheimlich vermehren, und zwar klonal. Das bedeutet, wir haben einfach viel, viel, viel mehr von diesen Zellen. Das bedeutet, wir können mehr Antikörper bilden. Und das sind dann sogenannte polyklonale Antikörper. Warum polyklonal? Nun ja, weil es eben viele verschiedene Zellen sind, die sich so klonal vermehren. Also klonal, sie vermehren sich, aber von verschiedenen B-Zellen. Das wäre quasi bei einer natürlichen Infektion. Poly, viele griechisch. Und jetzt wird auch klar, was monoklonale Antikörper bedeutet. Bei einem monoklonalen Antikörper kommen diese Antikörper gegen ein bestimmtes Ziel, aber sie sind halt komplett identisch, weil sie alle von der gleichen B-Zelle abstammen. Wie das Klonschaf Dolly beispielsweise, ein kompletter Klon, identisch. Wie ihr seht, ist das Ganze ein sehr wirksames System, um schnell große Mengen benötigter Antikörper bilden zu können. Aber wenn sich bestimmte Zellen sehr stark vermehren können, birgt es natürlich gewisse Gefahren, wenn etwas dabei schief läuft. Und es läuft etwas dabei schief, zum Beispiel bei bestimmten Lymphomen, wenn sich dann diese Lymphzellen unkontrolliert vermehren und eben einfach nicht wieder absterben, so wie sie es sollten. Oder bei den Plasmazellen, beim sogenannten multiplen Myelom oder Plasmozytom genannt. Das sind Krebsformen dieser Immunzellen. Oder natürlich das zweite Problem, auch die Bildung von Autoimmunerkrankungen kann natürlich geschehen. Zum Beispiel bei Myasthenia gravis, wenn Antikörper die Muskulatur blockieren. Das ist ein großes Thema, Autoantikörper bei Autoimmunerkrankungen, und ich habe weitere Videos zu zum Beispiel antinuklearen Antikörpern, aber ganz vereinfacht gesagt ist häufig ist nicht so sehr der Antikörper an sich. Wenn euch das Thema weiter interessiert, empfehle ich euch mein Video, was ich euch hier verlinke. Kommen wir nun zur sogenannten monoklonalen Gammopathie und was diese bedeutet. Und zwar handelt es sich bei der monoklonalen Gammopathie um einen Hinweis auf ein Problem der Plasmazellen im Knochenmark. Hier abgebildet seht ihr die Analyse aller Eiweiße im Blut eines Gesunden und ihr seht, es bildet so verschiedene Peaks. Die Immuneiweiße sind hier auf der rechten Seite. Die reifen Antikörper sind hier dieser Gamma-Peak. Und hier seht ihr das bei einer monoklonalen Gammopathie und ihr seht diesen Spike. Und es ist ein Spike, weil diese Eiweiße alle genau die gleiche Größe haben und sie haben alle deshalb genau die gleiche Größe, weil sie alle von den gleichen Plasmazellen abstammen. Also erinnert euch, die Plasmazellen kommen von den B-Zellen und es ist halt nicht eine große Menge an verschiedenen Plasmazellen, die vermehrt sind, sondern eine Plasmazelle ist stark vermehrt und eine Art von Plasmazelle bildet eben dieses Eiweiß. Und das ist nicht normal, ist eine Gammopathie und der Begriff ist häufig monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz oder MGUS. Es ist eine Art Vorstufe von Krebs und es kann manchmal dabei bleiben und völlig unbedeutsam sein und in manchen Fällen kann es eben zum Plasmazellkrebs sich weiterentwickeln. Also das muss dann weiter untersucht werden mit Hilfe einer Knochenmarksbiopsie normalerweise. Wenn dir das Video dabei geholfen hat, das Thema besser zu verstehen, bitte gib ihm ein Like, damit es noch mehr Leute sehen. Für den Fall, dass du mehr über solche Themen lernen magst, empfehle ich dir meine Playlists zum Thema Autoimmunerkrankung und Medizin. Schau doch mal rein, ob was für dich dabei ist. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmensch.